Alter, was geht ab, Leute, hier? Wieder aus dem Pep. Ich bin da eigentlich nie, aber die Woche zufällig zweimal jetzt hier. Ich treffe mich mit Tati, denn wir wollen zum Kaufland. Denn heute kommen die neuen Chips von Crispy Rock. Da ist er ja schon. Was geht ab? Geht ab, alles klar. Passt bei dir. Läuft. Führe uns. Ich kenne mich hier nicht aus. Jeder. Direkt entdeckt. Auch noch die alten Geschmäcker. Doch oder was? Oh mein Gott, das ist schon alles leer hier. Oh mein Gott, alles leer schon. Wir müssen schon die zweite Reihe aufmachen. Warte mal. Ja, hier. Ja, aber welche Sorte brauchen wir denn? Ja, die blaue ist die neue. Meersalz, glaube ich. Ja. Auf geht's. Mein Magen ist echt sehr, sehr klasse. So. Wir standen gerade an für einen 1-Euro-Döner, Neuöffnung. Erster Tag 1 Euro, zweiter Tag 2 Euro, dritter Tag 3 Euro, vierter Tag 4 Euro, fünfter Tag 5 Euro und hoffentlich nicht, sechster Tag 6, siebter Tag 7. Ich will schon beruhigen, keine Sorge. Aber, ja. Brauchen wir dann zusammenkommen, weil ich hab gemerkt, soll jetzt nicht so ein krasser Döner sein. Aber vielleicht überrascht er uns, aber solange es 1 Euro kostet, dann passt es ja, oder? Als Döner ist eingefroren, glaube ich. Glaubst du? Puh. So, das sind die Reste vom 1-Euro-Döner. Natürlich ein bisschen am Fleisch gespart. Was soll man machen, wenn man den Döner für 1 Euro anbietet? War schon einer der eher schlechteren, aber für 1 Euro kann man nicht klagen. Wir sind wieder an der Kirche, wo wir die Halloween-Candies probiert haben. Welche schaust du an? So. Ich bin echt fasziniert von One Piece. Erzählt das jetzt. Komplett wieder Comeback. Ja, ich kann echt nicht viel dazu sagen, Mann. Weil ja, eigentlich das Wichtigste, was eigentlich in dem Döner drin war oder ist, sein sollte, ist das Fleisch. Und da war ends wenig drin. Also kann man da auch kein Urteil machen. Und das Fleisch, was wir jetzt hatten, das war echt nicht mal knusprig. Das war nicht mal krass gebraten. Also war schon so Ding. Es war... 1 Euro halt. Ein Euro-Döner, ja. Das also, war halt 1-Euro-Döner. Das ist halt die Frage, wie der schmeckt, wenn er halt richtig gemacht, also richtig belegt wird. Wobei ich aber sagen muss, dass wieder diese einzelnen Komponenten halt wieder nach nichts geschmeckt haben. Weißt? Du schmeckst halt nicht. Du hast und den Salat. Über Essen redest du endhochdeutsch, ist dir aufgefallen. Ich weiß nicht, also meiner war zu viel Zitrone, es hat einfach nur sauer geschmeckt. Also ich habe die grüne Seite jetzt das ganze Gemüse eigentlich gar nicht mehr aufgegessen, sondern nur noch eine Hälfte vom Döner mit dem Fleisch. Aber ja, so ist das halt. Ich kenne die alle nicht. Wie gesagt, das wird auch keiner der Top-Döner in München. Aber jetzt wird Zeit für etwas Saftiges, und zwar Rob's Chips. Ich habe gerne unten den Kommentar, ob ihr die schon probiert habt. Wir sind gerade live im Stream. Ihr wisst Bescheid, @supersaftig, schaut immer gerne vorbei. Wir haben jetzt hier Unterschlupf gefunden, weil Regen, schlechtes Wetter. Hat ja echt eine besondere Stelle. Ein neuer Pennerplatz für uns hier. Hauptsache, es ist trocken. Erinnerst du dich noch? Oh mein Gott, mach noch nicht! Oh mein Gott! Noch nicht! Erst Spannung aufbauen. Erinnerst du dich noch an die ersten zwei? Auf jeden Fall erinnere ich mich dann. Und ich wollte seitdem welche noch kaufen dann. Ja. War ja dann jedes Mal, ich gehe immer einmal die Woche ungefähr zum Kaufland zum Einkaufen. Ja. Die gab's nicht mehr. Ja. Und hab immer gesucht, gibt's nicht. Und jetzt bin ich auch froh. Jetzt probieren wir mal die neue Sorte. Ja. Und die anderen waren auch. Die waren aber schon sehr, sehr lecker. Ja. Genau. Die haben wir nämlich auf dem anderen Kanal hochgeladen. Alter, was geht ab, Leute? Hier mit am Start meine Freunde Tati, Nico und Dimi. Ihr kennt ja unser erstes Video, haben wir über Min gequatscht und wie er sich jetzt mit Crispy Rob angefreundet hat. Man weiß nicht genau, wie das zustande gekommen ist. Alter, Netflix Chips. Auf Crispy Rob haben wir noch nicht reagiert, aber der hat jetzt seine eigenen Chips rausgebracht. Ja, habe ich gesehen. Hast du gesehen? Chips. Und die habe ich zufällig auch hier. Hast du dabei? Die habe ich da und die können wir jetzt testen. Oh mein Gott, Mann. Oh mein Gott. Vorgestern Kaufland. Direkt vorbeigeschaut und mir die Gold für dieses Video hier. Grüße gehen raus beide an. Beide Sorten. Grüße gehen raus an Rob. Viel zu krass. Auch wenn du jetzt mit einem von unseren Kollegen befreundet bist, wird das unsere Meinung hier nicht irgendwie schlichten, beeinflussen. Richtig schöner Samstagvormittag, Mann. Ja, richtig leidend. Und dann habe ich mich ja dazu entschlossen, doch hier alles hochzuladen. Denkst du, das war ein Fehler? Wie findest du das jetzt, die Entwicklung, den Verlauf? Weil, okay, klar, es gab jetzt dadurch ein paar Vorteile, aber
natürlich auch negatives Feedback sozusagen. Also zum Beispiel auf dem anderen Kanal waren ja nur die, die uns gefeiert haben, die sind rübergegangen, es gab nur positiv. Und klar kann man jetzt sagen, egal ob auf 30, von 30 auf 29 ist, sind immer noch 29, ist besser als ein paar hundert. Aber psychologischer Aspekt ist ja immer noch Negativität gegen, okay, das andere ist zwar weniger, aber trotzdem positiv, du siehst die Zahlen steigen, das macht ja was in deinem Gehirn. Mit Sicherheit, ja. Wäre halt auch schön gewesen, wenn man halt gesehen hätte, wie das halt immer nach oben gegangen wäre. Ja, ja. Auch wenn es halt auch trotzdem aber viel weniger ist als... Ja, viel weniger. Das ist ja keine Frage, ja. Aber trotzdem, du siehst es halt nach oben gehen. Und da kann ich was sagen dazu. Ja, natürlich, immer. Es ist wie eigentlich, man hat einen Haufen Vermögen eigentlich. Aber schau halt auch mal die Kamera. Oder das andere Cashflow. Wenn du monatlich immer Cashflow, die Abonnenten wurden dir konstant mehr, auch wenn es klein war. Aber beim anderen war es halt dieser fette Barzahn-Abonnent. Genau. Der langsam am Abnehmen war. Deswegen psychologisch... Das ist voll Investment-Stil eigentlich. Genau. Psychologisch? Ja, psychologisch sehr schwierig. Aber vielleicht haben sehr schwierig. Aber vielleicht haben wir auch einfach, auch die, sag ich mal, die Entscheidung getroffen. Wir sind einfach nur auf Abonnenten gegangen. Ja? Das ist halt die Frage, ob das gut gewesen ist. Also, weißt schon. Heißt ja nicht, Abonnenten heißt ja nicht immer gleich. Nee, also die Abonnenten sind ja eigentlich vollkommen egal. Ja, es ging ja nur darum, dass der Kanal immer noch Geld gemacht hat oder machen kann. Ja, klar. Und der andere halt noch nicht. Also auch wenn es wenig Geld ist, ist es ja besser als gar kein Geld. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Ja. Aber hat dich das irgendwie psychologisch da... Eigentlich nicht so wirklich, nein. Sehr ehrlich. Nein, weil die Abonnenten sind mir, also Abonnentenzahl ist mir eigentlich ist mir relativ egal. Ja, aber negatives Feedback, es kommen dumme Kommentare. Zum Beispiel, ja. Es gab ja überlappende Videos. Und auf dem einen Kanal... Oh, da wie krass, abgefeiert. Ja, auf dem anderen Kanal, dasselbe Video, was 99% positives Feedback hatte, ja, schon. 50% Dislikes. So krass war das, obwohl es dasselbe Video ist, aber Poke-Heinis halt. Ja, aber das ist aber auch genau der Punkt, das ist mir auch egal. Weil, wenn wir was machen, dann denke ich halt, wir machen es halt und wir haben Spaß dran, ja, und ziehen unser Ding durch. Und dann ist es egal, ob es jetzt... der eine sagt das, der andere sagt das, das wird es immer geben. Ja, wird es immer geben. Und vielleicht sind auch negative Sachen auch gut, Alter. Ja. Verstehst du? Also wir haben viel gelernt. Ja klar. Wir haben viel probiert. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ausprobierphase, also. Ja, und das ist ja für ihn nicht schlimm. Aber wie gesagt, ich würde es lügen, wenn ich sage, es juckt mich gar nicht. Ja, nee, natürlich nicht. Das nicht, nein. Aber es ist jetzt nicht so für mich gravierend, ganz ehrlich. Also, ich sehe immer noch positiv in allem. Ja. Na dann, Zeit für die Chips. Geruchstest. Erstmal der Geruchstest. Erstmal der Mengentest. Ja, das sind auch schon wieder. Ja. Ich hatte das Gefühl, beim letzten Mal war sogar weniger. Oh, nur die Hälfte oder so. Oschis. Ja, das ist ja seine Spezialität. Hier, extra groß, super. Das ist ja das, worauf er geht. Die großen Kartoffeln wie McDonalds oder was? Die haben auch gezüchtet. Nein, haben auch gezüchtete große Kartoffelchips. Alter. Das ist ja, darauf geht er ja. Ja, aber schau mal. Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Olivenöl, Meersalz. Mehr ist nicht drin. Mehr ist nicht drin. Alter, krass. Weißt du? Immer noch stabil. Immer noch gut. Guter Knack. Viel besser als diese fettigen. Schön knackig. Boah, richtig nice. Sehr, 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 sehr saftig. Sehr gut. Stabile 8. Auf jeden Fall stabile Dinge, aber kein Vergleich zu seinen anderen zwei, oder? Ganz ehrlich. Geschmack war bei den anderen zwei. Ja, weil das ist halt nur salzig, ja, sozusagen. Ja. Im Grunde Kartoffeln, eine frittierte Kartoffel, ja, im Grunde mit lecker Meersalz. Und das ist gut. Was war jetzt deine Idee? Rap hat auch noch ein Gewinnspiel. Die 10 besten Rezepte-Kombinationen gewinnen was bei ihm. Was hast du da auf Lager für ihn und uns? Einerseits habe ich mir gedacht, ja, dass man zum Beispiel sowas einfach in ein Sandwich mit einbaut. Ob es ein Döner ist, ein Sandwich oder irgendwas. Weil du einfach dann Knusprigkeit hast, Geschmack Salz drin hast, ja, genau, Salz und alles. Und einfach das Knusprige, du beißt dran, krsch, ja, und da kommt dann noch die Saftigkeit vom Fleisch oder irgendwas. Kann schon gut kommen, ja, kann schon gut kommen. Das zweite hätte ich aber gedacht, die im Grunde bröseln, ja, ja, eine Panade draus machen. Und wir wissen, Rob, der frittiert ja alles, oder? Man könnte daraus, ja, Mann, die ist gut. Man könnte im Grunde alles drin panieren. Ja. Dann frittieren. Dann ist halt die Frage, man muss natürlich ausprobieren, ob man noch ein bisschen Paniermehl reinmacht oder nicht. Ja. Und dann einfach frittieren, ausbacken. Man könnte einen Schnitzel draus machen.
Alles. Ja. Das könnte schon das Gewinnspiel reißen, ja, oder? Was sagt ihr, Jungs? Aber ich hab auch noch eine Idee. Oh, dann noch eine Idee. Es geht so ein bisschen in die süß-salzige Richtung. Ja. Ja. Und zwar macht man eine Ziegenfrischkäsecreme. Ja. Ja. Macht dazu schöne, leckere marinierte Feigen, ein bisschen vielleicht karamellisiert. Ja, und macht so eine Art Trifle, sprich Creme, Feige und dann macht man ein bisschen was von dem Brösel als Crunch drauf. Das klingt end strange. Das klingt learned, aber es ist geil. Okay, interessant. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil einfach diese Knusprigkeit und dieses Salz, ja, einfach gut passen könnte. Letztens hat er noch hier Zutaten, ja, diesmal hat er auch hier Guacamole Dip. Hat er auch hier wieder. Oh mein Gott, ich dachte mir echt, das hat er letztes Mal auch geil gehabt, wären die mit Guacamole. Mit seinen Sachen. Ja. Sei mal ehrlich, also Robs Dinger, echt stabil, Mann. Mehr Salzchips gegessen, jetzt mal echt Hand aufs Herz. Nee, das sind echt die besten Chips. Ja, also, so in der, als Chips. Also Cheetos sind besser, aber so jetzt, als normaler Chip, das also, sind die besten. Für mich sind die besten Kartoffelchips, für die besten Kartoffelchips sind echt die hier. Ja. Einfach natürlich wenig, eigentlich fast gar kein Zeugs drin. Ja. Natürlich lecker, auf den Punkt einfach. Ja. Nicht überfettet, richtig große, knackige, nicht dieses dünn zerbröselte, wisst ihr was ich meine? Eine schöne Dicke. Ja, 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 ja. Das ist einfach krass. Ich finde es echt wow. Wie viel kostet die Packung? 2,90 Euro. Boah, das geht auch noch. Ist noch im Rahmen. Ja, über Preise haben wir auch schon beim letzten Mal. Ja, ja. Mega. Also ich finde die sehr gut. Ja, die haben uns beim letzten Mal auch überzeugt und sind ja nicht schlechter geworden. Scheiße, deswegen. Wie krass schmeckt dann Paprika und Sour Cream? Ja, oh mein Gott, scheiße. Besser als das ja. Voll verpasst. Zugabe im Stream. Wir haben ja die Kanalpunkte und 1500 Punkte lösen das hier ein. Ihr kriegt das jetzt umsonst, Leute, auf dem YouTube-Video. Und, einmal das kurz bitte. Und Küsse gehen raus an Ricardo, der hatte eine gute Idee. Zwecks dem Mois-Problem und dem iPhone. Das ist zum Beispiel Maestro, der streamt auch, der hat auch dieses Punktesystem. Und der hat auch sowas, löst ein paar Punkte ein und deine Nachricht wird hervorgehoben. Das heißt, er müsste es ja eigentlich theoretisch sicher sehen. Da können wir das benutzen, um da unsere Nachricht reinzuschreiben. Hey, checkt das mal bitte ab, wir haben die Challenge gewonnen. Und das macht man demnächst. Ihr könnt gerne helfen. Ich kündige das nochmal an. Weil wenn das dann, was weiß ich, wie viele wir zusammenbekommen. Sagen wir kriegen 10 Leute zusammen, die das gleichzeitig einlösen, Nachricht hervorheben, hey, checkt das mal ab und so. Dann ist das vielleicht glaubwürdiger. Ich gebe euch aber noch Bescheid. Aber Kuss geht raus an Ricardo und die Community für diese Vorschläge. Also, wir haben schon echt überlegt, was kann man machen. Ein paar haben auch gemeint, Pong, schreibt mal Spieletrend an, weil Spieletrend kennt vielleicht Unge, weil die haben zusammen dieses Spiel da gespielt, das davor, und der soll es am Mois sagen und so weiter, also um drei Wege herum. Aber kann man so nicht machen. Also. Eigentlich auch so random Versuch, warum nicht? Ja, kann man schon machen, aber. Kann man schon machen, oder? Euer Tanti, danke für die saftigen Chips, echt danke. Nee, Spieletrend zu Kurs. Morgen, übermorgen. Video über Spieletrend und Level 50. Spieletrend auch, also wusstest du gar nicht, oder? Der hatte mal einen Channel, Zweitkanal versucht. Coinfreund hieß der, da hat er auch über Krypto geredet. Boah, nein. Ja, aber ist nichts draus geworden aus dem Kanal. Okay, krass. Sehr geil, Silly. Wage, ich hab alles aufgegessen. Ja, Mann, Zerstörung. Super Sache, ich find die mega nice. Gut. Willst du deine Meinung ändern? Also dort ist Bewertung 8? Ja, ich muss hochgehen. 9. Echt stabile 9. Ja, man kann nicht schlecht das Ja, was würde ein Deutscher sagen? Die sind besser als alles andere, normal ja, so. Ja, dann müssten sie aber auch eine 10 sein. Also eine 9,5. Nee, 9,5 mir auf jeden es Fall. Es gibt immer einen krassen. Ja, deswegen 9,5. Ja, ja, man ja es gibt sagen. Immer einen krassen, klar, aber... Aber ist das fair dann? Wenn du der Krasseste bist, verdienst du dann nicht eine 10, bis klar. ein Krasserer kommt? Ja. Dann wirst du halt wieder runtergeschoben. Ja, kriegst du eine 10. Aber 10. direkt 9 zu sagen, nur weil vielleicht ein Krasserer draußen ist? Ich sage 10 heute sogar. 9,5, 10 würde ich sogar sagen. Ist halt so. Nee, 10 muss ich so halbart Orgasmus kriegen, so wie Big Mom, so bei One Piece. Da muss richtig... Der erste Big King war zum Beispiel so ein Moment. Digga, du hast jetzt die gegessen? Probier doch mal die anderen, oder? Ja, deswegen, ja. dann... Das aber ist das ist dieselbe Marke. Ich glaube, die andere noch, so Sour Cream. Ja, aber das ist ja dieselbe Marke. Das ist ja, aber wenn das Pulver und so richtig nice ist... Das ist der Wahnsinn. Zum Beispiel Cheetos gebe ich auch eine 10, oder? Ja. Ist Leute, so? Keine Brösel, da waren nur noch Salz übrig. Natürlich ein bisschen kleine Brösel, aber so eine kleine Menge. Das geht doch nicht mehr kaputt, oder? Ich hasse diese Reste dann am Ende. Ja. Aber die meisten Haus ja. ekelhaft, Mann. Ja, aber das machst du, das safe immer. Safe nicht, Alter. Safe nicht. Also ich hau ab. Vielen Dank. Sehr gut, Tati. Musst du echt gehen, oder wie? Ich muss echt gehen. Oh, der echte, das kannst du gar nicht. Ja, wir sind jetzt noch eine Woche. Na gut, aber Support momentan echt krass. Wir bleiben noch ein bisschen on, weil Support gerade zu krass ist.
Badisch und Langsinn noch da. Auf jeden Fall. Raus. Wir sehen uns am Samstag oder Sonntag. Wahrscheinlich. Ja. Ciao, das ist mein achtbester Freund. Und dann kochen wir noch ein bisschen. Kochen. Ja. Habt ihr gehört? Okay. Wochenende wieder kochen. Diesmal mit Kogo-Sachen. Wieder bei Chong. Und gleich mit Badisch. Aber auch schaut gerne vorbei. Nächster Stream. Yo, das war's von mir, Leute. Chilliger Stream. Chips, Hammer. Wir haben jetzt bei dem Gewinnspiel mitgemacht. Ich habe das angereicht. Hoffentlich läuft das besser als bei Mois. Apropos Mois. Ricardo aus dem Stream hatte eine gute Idee. Das werden wir demnächst versuchen. Und gesehen davon. Sonntag, nächster Kochstream. Mit den Koko-Sachen, die sind auch schon da. Ja, das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid. Checkt die Videos ab. Gebt gerne ein Like, Kommentar, Abo. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Informiert euch über Bitcoin. Schaut gerne bei den Streams vorbei, die sind immer lustig, richtig gechillt. Wir versuchen da uns immer zu verbessern. Ansonsten war es das auch schon. Vergesst nicht, serious business.